Mein Name ist Seidewitz Neubert. Ich wohne in der Georg-Schumann-Straße an Kohlis-Arkaden. Und ich hätte noch mal kurz eine Frage zur Baudezernentin, ja? Bezüglich vorhin, wo Sie gesagt haben, es gibt keinen Einspruch mehr oder wir haben nicht die Möglichkeit. Erste Frage an alle, die da vorne sitzen. Es wurde jetzt einberufen, es wurde am Anfang gesagt, wir leben in einer Demokratie. Und das ist der früheste Zeitpunkt, ist ja alles gut und schön. Wir Bürger werden teilweise als Rassisten beschimpft, wobei wir nicht in der rechten Ecke sind. Es mag ja welche geben, da haben wir alle Probleme, denke ich mal. Darf ich Sie bitten, Ihre Frage zu stellen? Ja, es geht einfach darum, ich bin heute hergekommen, um dagegen zu stimmen, ja, um hier was zu erreichen. Und nicht nur in Leipzig, sondern in der ganzen Republik. Weil das Problem steht nicht nur in Leipzig an, es steht in der Bundesrepublik Deutschland an. Und wenn wir die Unterwanderung oder Islamisierung sehen, dann können wir uns nur die Geburtenzahlen angucken. Ja? Dann sind wir in 20 Jahren sind wir natürlich die Minderheit. Ja? Und das ist die Wahrheit. Okay, war also keine Frage zum Baurecht. Gibt es jetzt Fragen zum... Ich frage nochmal ausdrücklich, gibt es Fragen zum Thema Baurecht? Dann würde ich Sie bitten, sich zu dem Mikrofon zu begeben und dann da hinten ist eine Frage zum Baurecht. Funktioniert der Mikro? Nein, da hinten ist ein Mikrofon, da steht einer. Hallo, nicht Sie, nicht da ich. Hinten. Folgendes. Sie reden davon, wie ob es nur um baurechtliche Fragen gehen würde. Und Sie halten uns einen Vortrag, wie ob Sie Lehrer wären und wir Schüler, die nur Fragen stellen dürfen. Ich komme aus Frankreich. Ich weiß, wie es in Frankreich angefangen hat vor 30 Jahren und wie es jetzt aussieht. Und das kommt hier. Ja. Es kann nicht sein, dass sie uns immer vorschreiben, was wir sagen dürfen oder nicht. Und es gibt schon Leute. Es gibt schon Leute, die weggegangen sind, weil sie sich nicht gern wie kleine Kinder behandeln lassen und weil sie nicht zum Wort kommen könnten bis jetzt. Ich möchte Folgendes sagen. Hier sind wir in einer christlichen Kirche. Jeder darf rein. Frauen und Männer ohne Trennung zwischen Geschlechtern. Es dürfen auch Juden und Muslime rein. Versuchen Sie umgekehrt so eine Veranstaltung in einer Synagoge zu machen oder in einer Moschee. Da bin ich sehr gespannt, wie es läuft. Ich denke... Okay, danke schön. Ich bin nicht fertig, bitte. Danke schön. Nein, ich bin nicht fertig. Danke und ich schön. Nein. Danke schön. Nein. Danke schön. So, ich denke, das Thema, das der junge Mann angesprochen hat, wird er sicher auch eine Rolle spielen. Ich frage jetzt nochmal ausdrücklich. Darf ich Sie um Ruhe bitten? Hallo. Von hier? Darf wir ich müssen, kurz? Wir müssen. Hey, ihr seid doch alle zivilisierte Bürger! Wir können ja. So, liebe Mitbürger, wir sind genau an dem Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Keiner hat etwas hier davon, wenn wir hier in Brüllereien verfallen. Und ich habe angekündigt, dass wir ein Überschreiten der Redezeit, dass wir das Brüllen von Parolen und ähnlichen Dingen, dass wir einschreiten werden. Wir sind kurz vor diesem Punkt. Und ich bitte das zu berücksichtigen, es ist im Interesse aller, dass wir tatsächlich hier miteinander reden. Wenn wir uns anbrüllen und wenn wir uns nicht zu den Themen äußern, dazu gibt es jetzt die Möglichkeit, dann macht die Veranstaltung keinen Sinn und Sie gehen nach Hause, ohne dass es zu diesem Austausch gekommen ist. Ich möchte deutlich warnen und Sie jetzt auch.
dass hier nicht rumgebrüllt wird, so wie ich es jetzt mache.